So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle, Trivolos Let's Play. World of Tanks immer noch unmonetarisiert. Für euch ist ein Tag vergangen, für mich ist ein Gefecht vergangen. Wir waren das letzte Mal mit dem Nashorn zugange und selbstverständlich habe ich mit dem Nashorn voll auf den Kopf gekriegt. Und darum habe ich mir überlegt, heute, am heutigen Tage, mache ich für euch nochmal hier irgendwie einen Frosch. Nein, ich mache mit euch nochmal einen anderen. Und zwar habe ich mir so überlegt, Ich werde mal einfach den Jagdpanzer 4, obwohl man könnte ja natürlich auch mal einen schweren Panzer nehmen. Lasst mich da mal kurz gucken, wie weit ist denn der? Nee, warte mal, wir nehmen heute mal nichts Deutsches, wir nehmen heute mal Baruski. Und zwar nehmen wir mal den KV-1. Denn beim KV-1, da will ich nach wie vor noch immer gerne an den Turm ran. Und ich möchte die 85mm F30 testen. Denn, wie ich ja schon mal sagte in dem letzten Video, die 122mm Gun, die sagt mir gar nicht zu. So, und jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt ins Gefecht gehe, was sich da denn so tut. Bei mir bei Wacken Warrior United sind mittlerweile auch noch zwei Leute online gekommen, aber die spielen in einem viel höheren Tier als ich und deswegen können wir leider immer nicht zusammen zocken. Naja, beziehungsweise wir zocken halt schon ab und zu mal zusammen, aber ich will den Jungs ja auch nicht so auf den Sack gehen, ne? Und ich habe ja auch mal angefragt, wie das mal aussieht. Wollt ihr mal ein Let's Play mitmachen? Sagt jeder, nee, sind wir zu schlecht für. Ja, es gibt nicht zu schlecht, es gibt nicht zu gut, es gibt eigentlich nur Unterhaltung. Oder nicht? Und ich meine, wer guckt denn meine Let's Plays, um was zu lernen? Haha, bestimmt nicht. Höchstens um was zu lernen, wie man es nicht macht. This game sucks. Pff, jo. Deinstall, wo ist das Problem? Also, solche Typen, ne? Hier, gleich, was ist das hier? M4, nee, setzen wir mal nicht auf Ignore. Irgendwann ist meine Ignore-Liste bestimmt mal voll. So, mit einem schweren Tank auf dieser Map. Alter. Und dann auch Begegnung. Ah, ich hasse es. Ne, also, dass dieser Gefechtsmode da, wer es nicht weiß, der ist nicht Capture the Flag, sondern halt da in dieses, wo, ja genau, also da hinfahren und da dann verweilen, bis die Zeit abgelaufen ist. Ja, mit dem KV-1, normalerweise, also im Normalfall, wenn das jetzt hier so ein Gefecht ist, wo ich hier hinten das Ganze einnehmen muss, fahre ich mit einem Heavy Tank hier einmal so rum. Beziehungsweise so rum halt. Hier oben finden dann meistens die Gefechte statt. Aber jetzt bei dem Spiel, da weiß ich auch nicht so recht. Also wahrscheinlich ist das Beste, einfach mal hier so ein bisschen so mal hingucken und mal auf die Gegner warten. Vielleicht kommen wir da an den IS schon ran, aber ich glaube, bei dem IS, da machen wir gar nichts dran. Weil der IS ist dann doch irgendwie zwei Stufen über uns. Oh Gott. Sagte schon, diese 122mm Kanone sackt übelst. Derbe. Aber derbe. So, vielleicht den Chinu da hinten mal. Aber wenn ich mir das so angucke, ich habe irgendwie das Gefühl, das wird heute wieder ein Lose. Und wenn ich so auf meine, generell auf meine Win-Lose-Ratio mir anschaue, dann denke ich mir jedes Mal nur so, boah, Alter, ey, warum spiele ich nie wieder Battlefield? Weil bei Battlefield sieht es sogar noch besser aus als hier. So, und da sieht man schon, da hinten, da steht ganz viel. Alles schön auf einem Haufen. Kann man vielleicht immer schön alles eins nach dem anderen abfarmen. Aber wenn der Chinu hier nicht schießt, dann denke ich mal, stehen die alle irgendwo in einem Berg versteckt. Richtig. Tolle Wurst. Sind wahrscheinlich alle hinter einem Berg. Da hinten ist noch immer der IS da am rumoxidieren. Geradezu wird wahrscheinlich auch irgendwas rumstehen und so ein bisschen campen. Was haben wir denn da? AT2 oder irgendwie so oder SU-85. Ne, die sind da. Jagdpanther sehe ich da auch. T-25-2 sehe ich da auch. Oh. Ja, dann würde ich sagen, zweimal auf die R-Taste gekloppt und dann machen wir mal Autopilot. Lass ihn doch mal einfach fahren. In der Zwischenzeit kann ich so ein bisschen was erzählen über den KV-1. Nö, eigentlich nicht, weil das ist ein russischer Panzer. Geschichtlich, irgendwelche Historie kann ich da jetzt nicht so weiter erzählen. Ich kann nur was erzählen zu dem Spiel. Also wenn ich einem KV mit einem anderen Panzer über den Weg fahre, dann lege ich meistens schleunigst den Rückwärtsgang ein. Weil das wird erstens sowieso nichts und zweitens wird das sowieso nichts. Nee, also
in der Regel, wenn ich einen KV-1 sehe, erstens haue ich da meistens keine Beule rein, außer jetzt so in dem letzten Gefecht mit dem Nashorn. Da habe ich immerhin eine Beule reingehauen. Na, das was wird? Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. One shot! Die alte Sau. Und jetzt noch so ganz mies in Chat schreiben. Oh, Blindshot. Ha! Oh, warum Blindshot? Oh, pff, komm, Digga, Alter. Bist es nicht wert, Mann. Komme ich an den AT2 da nicht irgendwie ran oder so? Aber ich glaube, der ist... Ja, toll. Na, toll. Oh. Bam, Digga. So läuft das. So läuft der Hase. Linkskurve. Kleinen Moment warten. Fadenkreuz da. Dingens. Öllekin so ein bisschen kleiner werden lassen für genaueres, besseres Zielen. Und dann einfach abdrücken. Und das war's. Komm mal vor. Komm mal vor, Freundchen. Es ist nur ein leichter Tank. Oh. Da hat einer vorbeigeschossen. Da würde ich sagen, habe ich Glück gehabt. So, hier der T29. Der kümmert sich da jetzt wahrscheinlich um den kleinen AMX so ein bisschen. Kritischer Treffer. Sauber. Ein bisschen auf die Karte gucken, ob mir da was... Naja, kommt mir jetzt gerade nichts gefährlich nahe. Oh, da war einer schneller. Hm. Alter, der wird sich da doch wohl nicht von einem AMX, also von einem leichten Tank, wird der sich da doch wohl nicht wegbürsten lassen, oder was? Ey, hallo? Na also, ich wollte gerade sagen, ich habe doch irgendwo... Ich glaube mal eine Goldmumpel. Alter, wo ist mein... Oh, er steht. Erwischt. So geht das und nicht anders. Schön den KV ein auf Rübe gejuckt. So muss das sein, so geht das, so läuft das. Na, also wenigstens kriege ich hier heute mal ein paar Kills noch zusammen und... Wenn ich irgendwie unter den Top 10 Erfahrungspunkten gesammelten Spielern bin. Oh, voll vorbei. Nein, Black Prince. Das ist nicht gut. Lade zu. Ah, der Black Prince. Ja, gut, okay. Würde ich sagen... 8 Minuten sind um. Tja, würde ich sagen, kommentiere ich das Ganze nochmal ein bisschen weiter. Gucken wir mal, was hier noch so geht. Hier, der campt in die völlig falsche Richtung. Ah ne, da ist noch irgendwie so ein... Ist da überhaupt noch ein IS? Ja, ein IS ist noch dabei. So ein russischer... Was haben wir hier? T25-2. Wo ist denn hier der alte Panzer hier? Panther. Wollen wir den mal zugucken? Der hat ja immerhin hier... Der hat ja hier richtig aufgeräumt. Naja, ich meine, diese beiden Dinger hier irgendwie... Ah, das kann man hier, glaube ich, sehen. Genau. Kriege ich jetzt die Maus? Genau. 54 positive Gefechte, soweit ich weiß. Und das hier hat auch irgendwas damit zu tun. Soweit ich weiß, bedeutet das hier 3 Stunden auf diesem Panzer gespielt. Und das bedeutet 8 Stunden insgesamt das Spiel gespielt. Und wenn man dann so beim Trivolo guckt, dann sieht man 1000 Gefechte. Nicht Stunden, sondern 8000 Gefechte. Entschuldigung. Also 1000 Gefechte habe ich und naja, über den Rest wollen wir nicht reden. So, was macht er hier? Was hat er vor? Rollt er das Buffet jetzt von hinten auf, oder? Oder was wird das? Aber bei 9 Minuten, da lohnt das einfach noch nicht, die Aufnahme zu unterbrechen und zu sagen, so, pass auf, ich mach nachher, zeige ich nachher mal das Ergebnis. Hä? Ach, der will an den IS. Na, das war ja wohl nix. Gucken wir mal, auf den ARL kommen. Scheinbar nicht. So, 12 zu 13. Da geht noch was. Alter, wir werden noch ablosen. Alter, wir losen noch ab. 12 zu 14. Also ich glaube nicht, dass der Panther das jetzt noch aufgeräumt kriegt. Wobei, ah ne, der Black Prince. Also Black Prince scheint auch irgendwie so ein richtig verhasstes Objekt zu sein.
Ich weiß gar nicht, ob das ein Premium-Panzer ist oder ob das ein normaler Panzer ist. Müsste ich direkt mal nachgucken. Weil wenn das ein normaler Panzer ist, dann kann ich mir das ja mal ins Auge fassen, den vielleicht mir doch mal freizuspielen. Denn ein Premium-Panzer will ich mir nicht unbedingt von meinem sauer verdienten Geld kaufen. Ne, immerhin, ich hole mir einmal im Monat, hole ich mir mein YouTube-Geld ab und kaufe mir dann mal so 2 Brötchen und einen Kaffee to go. Na, sollte klar sein. So, komm schon. 43 HP. Hallo, wo schießt du hin? Bist du voll oder was? Steht da doch, Mann. Na, geh doch, siehste. 6. Gib mir den 7. Fahr vor. Fahr vor. Oder nicht. Okay, zurück zur Garage. Das Ding sollte ja sowieso bald erledigt sein. Wir schauen mal einfach, Black Prince, was gibt es denn da? Wo gibt es den? Wo müssen wir da hin? Vielleicht mache ich da mal so ein extra Let's Play, so von wegen auf dem Weg zum Black Prince oder keine Ahnung. Und gleich werde ich sowieso sagen, bam, 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 kostet irgendwie Low Cost, bla, blub. Okay, schon mal keiner. Black Prince. Klang so amerikanisch. Wie ist Englisch? Churchill? Black Prince, da haben wir ihn. Okay, da müsste ich über den Medium 2, Medium 3, Matilda, Churchill 1, Churchill 7, Black Prince. Und was kommt dann? Irgendwas anderes. Ah gut, das hier sind Zukunfts... Oh, ja, Zukunfts... Dinge... Also das habe ich ja noch nicht mal bei den Deutschen bisher... ja, bei den Deutschen, der Baum, den werden wir das noch ganz lange so sehen wahrscheinlich. Ich hoffe, dass jetzt mal das Gefecht da mal langsam vorbei ist. 5,18, heutige Leistung, Leistung ist gleich 0. Leistung war gleich keine Leistung, aber ich denke mal, wie sieht es denn das hier aus? Medium. Können wir sogar von einer freien Erfahrung, dann könnte man den sogar überspringen. 1000, 250... Dann kann ich gleich auf den Dreier einsteigen. Wenn ich jetzt hier das über freie Erfahrung mache und den über freie Erfahrung und den über freie Erfahrung, dann habe ich zwar keine freie Erfahrung mehr, aber das macht nichts. So, dann könnte ich gleich die Medium 3 mir zulegen. Ah, ein Medium Tank. Turm, Wumme, Matilda. Matilda, Wumme, Wumme, Turm, Churchill. Oh, übel. Turm, Turm, Wumme, Wumme, Churchill 7, Turm, Turm, Wumme. Okay. Ja, wobei, unterwegs erforscht man ja irgendwie manchmal auch schon was mit einem anderen Fahrzeug. Technische Daten, kompatible Geschütze, kompatible Fahrzeuge. Nein, in dem Falle nicht. Und wie sieht das hier so aus? Technische Daten... Auch nicht kompatibel. Valentine, über den könnte man da auch hinkommen. Aber das ist hier so irgendwie leichte Panzer, ne? Ja, genau. Leicht, leicht. Na, da sieht man immer, also für die, die es nicht wissen, sieht man das auch hier an diesen, wo mein Mauszeiger gerade ist, an diesen Salino da, sag ich mal, oder 2 ist dann halt Medium oder 3 ist dann halt irgendwie Heavy und hier das olle Kotzdingen da, das ist dann halt hier Selbstfahrlafette. So, ich hoffe eigentlich mal, oder ich habe eigentlich gehofft, dass hier langsam mal das Ergebnis kommt. Das war noch vom Nashorn. Ah, die campen sich da wahrscheinlich gerade noch zu Tode. Ich will jetzt ja auch nicht unnötig das Let's Play in die Länge ziehen. Aber das mit dem Medium, ich glaube, das mache ich mal. Nehmen wir mal eine 50% Mannschaft gleich dazu und Standardmunition. Nee, Standardmunition lieber nicht laden. Das ist immer nervig. So, wollen wir mal gucken. Allgemein. Nein, das sind die Chats. Garage. So, neuer Panzer, neues Glück. Wo ist denn der jetzt überhaupt? Bin ich blind? Vickers Medium, MK, irgendwas. Wartung. So, automatisch reparieren. Automatisch nachladen. Da nehmen wir mal keine Goldmoon mit. So, automatisch nachladen. Auf die 4 kommt der kleine Erste-Hilfe-Kasten. Und da kommt die Ersatzteilkiste hin. Das sind so meine Standardsachen, die ich jetzt eigentlich bei jedem Tank drin habe. Und ich glaube zusätzlich...
Nee, habe ich verkauft. Hab ich bestimmt verkauft. Ich habe nämlich noch von einigen kleinen Dingern habe ich noch hier... Habe ich doch noch. Auf Fahrzeugen im Lager 1. Ja, mit was, kann ich nicht irgendwo sehen, mit was das kompatibel ist? Dabei fällt mir doch gerade mal mein Trollpanzer ein. Ne. Für den habe ich nix. Ist ja komisch. Ist ein Fünfer? Habe ich mal für irgendwas gekauft. Okay, wie das Gefecht jetzt ausgeht, ich weiß es nicht. Ich will das jetzt halt auch nicht so lange in die Länge ziehen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mal gewogen, bleibt mal treu. Haut da rein und tschüss.